Endlich ein Film der Superlative. Ein Film über die größten Schlote Deutschlands. Mit den größten Darstellern der Welt. Geschrieben von den meisten Drehbuchautoren Deutschlands. Kurz, ein deutscher Lustspiel-Musikproblem-Krimi. Ich könnte heulen. Du wolltest ja schon. Nein, ich lache Tränen. Oh, wir wollen fröhlich sein. Ein Film, der alles, was er nicht zu sagen hat, auch konkret verschweigt. Kurz, ein mutiger Film. Sag mal, Julia, was würdest du sagen, wenn ich wieder heiraten? Also wenn ich... Du heiraten? In deinem Alter? Ich bin doch schließlich noch nicht 80. Alex, hast du Dummheiten gemacht? Ein Film, der in der erschütternden Aussage gipfelt. Ach, wenn ich doch im Lotto mal 6 Richtige hätt. Ein Film mit Marika Röck und Fritz Tillmann. Die zarte Liebesgeschichte zweier Menschen. Nilpferd. Eine Dame sind Sie auch nicht. Möglich. Deswegen sind Sie aber doch ein Nilpferd. Zweier Menschen, die sich viel zu sagen haben. Schöne Männer gibt's wie Sand am Meer. Aber mir fällt meine Wahl nicht schwer. Dass mein Herz von allen dich erwählt, hab ich dir schon oft erzählt. Ein Film, zu dem der Produzent nur sagen kann. Ach. Wenn ich doch im Lotto mal 6 Richtige hätt. Mit Conny Frohbös, Helmut Lohner, Adelheid Seeg, Heinz Erhardt. Ein Film, liebes Publikum, in den alles verfügbare Kapital hineingesteckt wurde. Immer noch nen Groschen, immer noch nen Groschen. Noch nen Groschen für die Musicbox. Immer noch nen Groschen, immer noch nen Groschen. Für den Walzer, Tango oder Fox. Ein Film, zu dem schon die alten Germanen gesagt haben. Oh, was für ein Film. Bombalu, du kleiner Zigeuner. Bombalu. Komm schon nicht zurück. Zu Herzen gehende Volkslieder. Hochtourige deutsche Autos. Sie machen erst mal einen Führerschein, Sie alte Gewitterziege. Aufregende Enthüllungen. Wo ist Julia überhaupt? Im Keller. Was, du hast sie eingesperrt? Ja, ich habe sie unter den Kohlen versteckt. Die erregende Atmosphäre des wirtschaftlichen Aufbaus. Verzeihung. Von Alaska bis Nebraska kennt ein jeder Honky Tonky Tom. Und? Kurzum ein Film, den anzusehen Sie unter allen Umständen vermeiden sollten. Es sei denn, Sie kommen darum herum, was wir nicht für möglich halten. Denn es ist ein Film, zu dem die Kinobesitzer heute schon sagen... Das macht ja nichts, ich hab Geduld und warte ab. Es kommt der Tag, wo ich 6 Richtige hab.